Hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man eine Abendaufnahme einer Stadt nachbearbeitet. Also das ist Florenz. Ich stehe etwas erhöht über der Stadt auf der Piazzale Michelangelo. Und das Ganze hier ist nur mit einem Stativ möglich. Ich habe Blende 10 mit 6 Sekunden Verschlusszeit 10 Sekunden genommen. Warum so eine geschlossene Blende? Das zeige ich euch mal, damit man bei den Lichtern hier diesen Sterneffekt erhält. Insgesamt sieht es auf Anhieb erstmal enttäuschend aus gegenüber einer ganz normalen Handyaufnahme, weil ein Handy ja letztlich in HDR aufnimmt und mit künstlicher Intelligenz schon das Bild von Hause aus verbessert. Aber letztlich bekommt man, wenn man mit einem Fotoapparat fotografiert und es hier bearbeitet, doch ein besseres Ergebnis. Ich zeige euch mal ein paar Möglichkeiten. Also zuerst würde ich das Bild zuschneiden. Bei so Landschafts- und Stadtaufnahmen eignet sich immer dieses auch Format 16:9. Das ist aber eine Geschmackssache. Ich mache es in dem Fall hier mal und lege dann auch direkt los. Also das Erste, was auffällt, ist, dass es ja ziemlich dunkel ist. Also viel zu dunkel. Und es scheint so, als wenn auch hier die Dächer schwarz sind. Sind sie aber nicht. Ich habe also bewusst unterbelichtet, damit die helleren Punkte hier, die helleren Bereiche, nicht ausbrennen. Also das Problem ist, wenn man hier die Dächer richtig belichtet, dann ist das ja ausgebrannt. Das wollte ich nicht. Deshalb habe ich etwas unterbelichtet und so gesehen werde ich als erstes diese Schatten wieder aufhellen. Dazu gibt es einen Live-Filter, Schatten und Lichter. So, ist jetzt natürlich eine Geschmackssache. Also ich ziehe mal den Regler ein bisschen hoch, so nach Gefühl. Und man sieht schon, wie die Dächer langsam wieder zum Vorschein kommen. Ich gehe erstmal behutsam vor, weil wenn man es voll aufreißt, dann wird das Bild flach, die Dynamik geht verloren. Insofern werde ich es jetzt mal nicht zu sehr aufziehen. Erstmal so und habe eine Grundlage, wie es weitergeht. Letztlich, habe ich ja gesagt, habe ich das Ganze unterbelichtet. Das kann ich jetzt korrigieren, indem ich eine Anpassungsebene Belichtung einfüge und einfach etwas heller belichte. Jetzt achte ich tatsächlich erstmal so auf die Schattenbereiche. Die sind jetzt schon besser belichtet. Was mir jetzt aber nicht gefällt, ist, dass natürlich die hellen Bereiche anfangen auszubrennen. Also es ist gerade an der Grenze. Na, das sieht auch ein bisschen flach aus, das kann ich noch korrigieren. Was man aber machen kann, ist, wenn man so ein bisschen über den Punkt geht, wo man sagt, ja, manche Bereiche wären schon schlecht, dann nimmt man sich einfach einen schwarzen Pinsel und pinselt auf der Maske, also diese Anpassungsebene ist ja letztlich eine Maske, diese Anpassung wieder raus. Also wenn der Pinsel schön weich ist, dann muss man da gar keine Auswahl erstellen, dann geht es so. Also ich rette hier mal jetzt ein bisschen Licht. So. Was man auch machen kann, um insgesamt etwas Helligkeit reinzubringen, ist tatsächlich einfach die Anpassungsebene Helligkeit. So, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Helligkeit und Belichtung? Also Belichtung, es imitiert im Prinzip die Kamerafunktion, alles wird heller. Bei Helligkeit liegt letztlich eine Kurve dahinter. Die Mitten werden sehr stark aufgehellt. Gar nicht so sehr die Lichter. Und deswegen kann ich das jetzt hier benutzen und gucken, dass ich gar nicht so viel dabei zerstöre. Also man sieht, es wird ein bisschen heller. Natürlich durch diese ganzen Maßnahmen wird das Bild insgesamt flacher. Mir fehlt jetzt der Kontrast. Und jetzt kann ich hier auch mit dem Kontrastregler schon mal etwas wieder zurückholen. Also, ja, es war ein ziemlich hoher Wert, aber nichts wird überzeichnet, der funktioniert. Aber auch hier muss ich Obacht geben auf diese Bereiche. Ich glaube, ich werde hier mal wieder ein bisschen was rausmaskieren. Ich nehme da einen Pinsel mit 50% Deckkraft. Auch hier ist kurz vor dem Ausbrennen. Jetzt werde ich wieder ein bisschen rausmaskieren, sodass sich diese Änderungen gar nicht auf diesen Bereich auswirken. Aber insgesamt habe ich schon eine leichte Verbesserung gemacht. Komme ich zu dem nächsten. Gradationskurve ist auch ein Mittel.
Das hätte ich auch von Anfang an nehmen können, so wie alles hier ist. Das kann man in unterschiedlichen Reihenfolgen nehmen und auch weglassen. Also sind alles Methoden, die je nach Bild auch wirken oder nicht wirken. Also was mir ja jetzt fehlt, ist der Kontrast. Und was ich immer noch finde, das Bild ist ein bisschen zu dunkel. Also, ich habe jetzt drei Punkte gesetzt. Ich nehme jetzt die mittleren Helligkeitstöne und ziehe die also erstmal schon mal minimal hoch. Auch die hellen Töne, finde ich, kann ich ein bisschen hoch. Ich muss darauf achten, dass diese Bereiche hier nicht ausbrennen. Und wie erreiche ich Kontrast? Indem ich die dunklen Töne wieder ein bisschen dunkler mache. Da ich die aber nur gerade heller gemacht habe, muss ich da aufpassen, das nicht zu doll zu machen. Aber grundsätzlich habe ich jetzt mal wieder ein bisschen Kontrast reingebracht. Auch hier muss ich aufpassen, dass die Türme wieder nicht ausbrennen. Ich nehme diese Veränderung hier aus den Türmen mal raus. Schwarze Pinsel ist noch aktiviert. Muss hier gar nicht so ordentlich sein. Ich zeige mal, wie die Maske denn aussieht. Eigentlich ganz einfach. Was ich jetzt noch machen möchte, dazu muss ich allerdings das eigentliche Bild anklicken. Wieder ein Live-Filter. Klarheit. Also Klarheit wird ja gerne beim HDR verwandt. Und ist eine, also man zieht das Bild schärfer, gleichzeitig setzt man Kontraste. Also genau das, was man hier jetzt haben möchte. Und hier geht es wie immer nach Augenmaß zum Gucken, also nicht zu viel, nicht überzeichnen. Aber hier kann man eigentlich schon ordentlich Klarheit reinbringen. Die ersten Arbeitsschritte, würde ich sagen, wäre ich jetzt erstmal schon mal durch. Es ist mir immer noch hier in diesen Bereichen, in manchen Bereichen zu dunkel. Auch hier ist es mir zu dunkel. Das kann ich jetzt auch noch manuell und punktuell anheben, zum Beispiel mit Dodge and Burn. So, um das zu tun, werde ich mal hier nicht destruktiv einen Screenshot machen. Den nenne ich dann auch mal Dodge and Burn. Und gucke mir jetzt verschiedene Bereiche an, die ich unterschiedlich bearbeiten möchte. Also zum Beispiel die Hausfronten gucke ich mir gerade an. Dann nehme ich also das Abwedelwerkzeug und achte auf die richtigen Einstellungen. Es ist jetzt auf Schatten eingestellt. Nee, die Hausfronten sind irgendwo so zwischen Lichter und Zwischentönen. Ich nehme mal die Zwischentöne, damit die Lichter nicht zu hell werden. Nehme eine Deckkraft von 30%, ganz weich. Und dann will ich mal sehen, was hier passiert. Mache den ein bisschen größer und ziehe jetzt über diese Hausfronten, wo es relativ noch dunkel ist, ein bisschen rüber und mache die ein bisschen heller. Man kann die Deckkraft natürlich auch erhöhen vom Pinsel. Und es ist dann, also ich mache es lieber mit kleineren Schritten. Das ist bei mir der Grund. Da habe ich ein bisschen mehr Kontrolle. Also so kann man jetzt letztlich Fassadenteile, die schon zu sehr im Schatten liegen, wieder ein bisschen aufhellen. Also hier kann man etliche Zeit mit verwenden. Ich zeige mal schon mal den Effekt. Das gleiche kann ich auch hier hinten machen. Also alles, was ich wieder so ein bisschen auch im Fokus kriegen möchte. Und was ja auch ziemlich dunkel geworden ist, sind ja hier diese Hausteile. Auch der obere Teil des Turms, wenn man, meine ist so, aber wenn man jetzt sagt, man will das ein bisschen gleichmäßiger haben, die Helligkeit, kann man den auch hier wieder ein bisschen aufhellen. Und so kann man sich, also da kann man so richtig Zeit mit verbringen. Ich mache das jetzt hier nochmal schnell. Und nicht alles, es dauert dann einfach zu lange. Aber hier kann man sich tatsächlich ein bisschen dran aufhalten und sagen, welche Bereiche möchte man denn haben. Und kann die auch wieder rückgängig machen, wenn man sagt, das war jetzt zu viel oder das sieht jetzt unrealistisch aus. Aber ich zeige mal nur schon, was ich ein bisschen heller gemacht habe. Finde ich, wirkt jetzt schon ein bisschen besser, so dass das Licht mehr strahlt. Wo es auch noch passt, ist hier wahrscheinlich an der Mauer. Mache also jetzt mal ein bisschen die Mauer ein bisschen heller. Na und was ich eigentlich ja noch heller haben möchte, ist ja dieser Bereich der Dächer. Also ein klein bisschen heller möchte ich es noch haben. Ich bin jetzt mal doch ein bisschen mutiger, gehe jetzt mit der Deckkraft ein bisschen hoch. Man könnte auch richtig hochgehen mit der Deckkraft, Fluss reduzieren. Dann hat man auch noch ein bisschen mehr Kontrolle. Aber für das Video will ich jetzt mal schnelle Ergebnisse. Und deswegen habe ich es jetzt mal ein bisschen höher gemacht. Letztlich, es soll ja noch im Schatten bleiben. Im Prinzip die blaue Stunde
zu der ich fotografiert habe. Also wenn es jetzt zu hell werden würde, wäre es auch einfach unrealistisch. Aber ich glaube, so sieht es jetzt schon ein bisschen besser aus. So, jetzt gucke ich mir das Bild an und überlege, ob es vielleicht sogar noch ein bisschen unterbelichtet ist. Ist eine Geschmacksfrage. Das Problem ist, wir haben ja jetzt hier eine Dodge-and-Burn-Ebene, ein Screenshot drauf. Ich kann jetzt nicht mehr hier unten in die Belichtungsebene gehen und was verstellen. Also mache ich jetzt nochmal eine Anpassungsebene-Belichtung. Überhaupt nicht weiter schlimm. Und gucke jetzt nochmal, ob ich ein bisschen mehr Licht reinbringen kann. So. Insgesamt gefällt mir das Bild besser, gerade auch hier im Vordergrund die Häuser. Das gefällt mir schon besser. Aber ich habe auch Schaden angerichtet, nämlich hier fängt es an auszubrennen. Also kein Problem, nehme ich mir wieder einen schwarzen Pinsel und maskiere das aus diesen Bereichen wieder raus, damit es nicht ausgebrannt ist. Vielleicht nochmal vorher, nachher. Ja, doch, ein bisschen heller gefällt mir letztlich besser. Wo man auch aufpassen muss, ist hier diese Lichter hier, die fangen langsam an auszubrennen. Da müsste man vielleicht noch ein bisschen aufpassen. Denn ich wollte ja eigentlich, dass die Lichter alle wie Sterne aussehen. Wenn ich es jetzt so sehe, finde ich, dass es auch durchaus noch ein bisschen Kontrast vertragen könnte. Also gehe ich nochmal ganz einfach hier auf Helligkeit Kontrast und ziehe nochmal ein bisschen den Kontrastregler hoch. Also so, finde ich, kann man es nochmal hochziehen. Dann finde ich bei Abendaufnahmen, was man immer noch machen kann, also in dem Fall ist es ja nicht der Sonnenuntergang, es ist ja die blaue Stunde. Also hier hinten wird es blau, dunkel und dann hier irgendwann Nacht. Hier ist noch eine restliche Röte da. Diese Röte, die kann man jetzt letztlich auch über verschiedene Möglichkeiten bearbeiten. Also eine ist, die man sich immer überlegen muss bei so einem Bild, weil es sind verschiedene Lichtquellen von LED-Licht. Also manchmal hat man grünes Licht, manchmal hat man bläuliches Licht. Bei mir ist es hier offensichtlich hier mehr gelbliches Licht. Hier kann man nochmal überlegen, ob man den Weißabgleich, so wie aus der Kamera, der eigentlich gekommen ist, ob man den nochmal verändert. Also ich würde durchaus sagen, dass man hier vielleicht ein bisschen von den Blautönen rausnehmen kann und ein bisschen mehr ins Rote geht. Das Gleiche denke ich auch mit Grün und Magenta. Also ich achte jetzt mal auf diesen Bereich hier. Wenn mir hier zu viel kaputt gehen sollte, kann ich ja wieder maskieren. Also, ich ziehe mal ein bisschen hoch und muss so sagen, ja, so gefällt mir das besser. Und dann ziehe ich nochmal Magenta hoch. So, mal kurz ein Vorher, Nachher. Also, ist Geschmackssache, aber insbesondere hier, mir gefällt es besser. Wenn einem jetzt manche Bereiche vielleicht nicht mehr so farbecht erscheinen, naja, dann kann man es wieder rausmaskieren. Ja, wenn man hier sagt, das Licht, das wird jetzt zu unrealistisch, dann kann man es wieder rausmaskieren. Was ich finde, was noch ganz gut kommt, da, hier ist das Auge, finde ich, so ein bisschen verwirrt. Man guckt ja eigentlich immer Richtung Licht. Nun hat man verschiedene Lichtquellen. Man hat die Hauszeile hier, man hat den Dom, und man hat den Palazzo Vecchio. Und man hat noch die Helligkeit aus dem Himmel. Ich möchte jetzt das Auge ein bisschen mehr lenken, indem ich sowas ähnliches wie eine Vignette mache. Also mache ich mal nochmal eine neue Ebene und zwar wieder Belichtung. Und diesmal sage ich, er soll dunkler werden. Jetzt achte ich mal nur auf den Himmel hier oben, weil den Rest, den werde ich gleich wieder verändern. Ich werde jetzt also oben den Himmel dunkler machen. Ja. Also so in etwa. Und da ich das ja nicht auf dem ganzen Bild so haben will, mache ich es mit dem Verlaufswerkzeug. Also ich muss hier nochmal raufgehen und dann wird die Maske aktiv. Also man sieht, oben Verlauf ist weiß, also durchsichtig, nämlich genau das Dunkle, was ich gemacht habe. Und unten wird der Verlauf schwarz, also die Maske wird aktiv. Und so kann ich mir jetzt angucken, was ich an den Himmel letztlich dunkler machen will. Also ich würde diesen Bereich tatsächlich noch so mit reinnehmen. Und dann kann ich mir durchaus jetzt noch überlegen, ob ich nachkorrigiere und das Ganze noch ein Stück dunkler mache. Ja. Und zu guter Letzt eine Kleinigkeit, was mich stört. Also wenn man was fotografiert, hat man natürlich immer irgendwas Unschönes dabei. Hier ist zum Beispiel ein Gerüst. Ja, das kann ich jetzt nicht ändern. Was ich aber ändern kann, ist dieser Kran. Also den brauche ich jetzt wirklich nicht.
den klone ich weg, mache eine neue Ebene, probiere es mal mit dem Restaurationswerkzeug. Das muss ich natürlich jetzt auf die Ebene darunter auswirken und ziehe einfach gleich mal mit dem Pinsel über diesen Bereich. Mal sehen, ob es von selbst hinkriegt, wenn ich muss sich klonen. Na, macht er perfekt. Jetzt überlege ich gerade spontan, ob ich das, was ich umgemacht habe, ich habe es ja oben ein bisschen dunkler gemacht, ob ich das unten auch nochmal mache. Weil dieser Bereich eigentlich, da hat der hat jetzt keine Informationen, da will man jetzt gar nicht so hingucken. Die Lichter will ich noch behalten, aber das hier brauche ich jetzt gerade nicht so. Da kann ich ja mal das Gleiche probieren mit einer Belichtungsebene. Genau das Gleiche, dass ich einfach die Belichtung runterziehe und das Ganze mit dem Verlaufswerkzeug wirklich nur unten anwende. So, fertig ist das Bild. Jetzt in dem Fall nicht so perfekt, weil ich es zu schnell gemacht habe. Man sieht aber, es sind diverse Anpassungsebenen und man muss einfach ein bisschen gucken, individuell, wie das aussieht, wie das wird. Und wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gibt, dann sieht es dann eben so aus. Auch das ist eine Geschmacksfrage, kann man sicherlich auch noch verändern. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.